So, und Schlüsselanhänger. Jetzt dann sie sich nur ein bisschen überdimensioniert den Ofen anzünden alle. Und jetzt gucken sie sich eh. Wir sind wieder zurück, das österreichische Metal-YouTuber-Kraftpaket. Humaldo rockt und Fluss Metal World. Wir schauen uns heute mal Jesaja, keine Ahnung, Impaler an auf jeden Fall. Ja, glaube ich, oder? Wahrscheinlich, Jesaja. Also keine Ahnung, auf Deutsch klingt es wahrscheinlich Jesaja, auf Englisch ist es vielleicht Jesaja! Jesse! Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall klingt es biblisch und wahrscheinlich wird es jetzt sehr... christlich. Klassisch, Black Metal, Wald, Sekt. So. Oh. Oh. Verstörende Soundeffekte. Jetzt werden wir gleich Horror erleben. Oh! Geil! Das ist richtig, richtig alt und räudig aus. Ja, richtig VHS-Style-Kamera, also uralte Kamera gefilmt, wurde aber erst im Dezember 2021 veröffentlicht. Ah Gott, das ist jetzt wieder neu. Okay. Das heißt, sie haben diese Bandszenen vor 30 Jahren gefilmt und jetzt und das neue Video dazu gedreht. Die Band, auf Ideen kommen die, so, der hat was, der führt was im Schilde. Ja. Impaled! Da ist er. Da sind schon impaled, also aufgespießt. Da haben wir schon die Verbindung zum Titel. Oh! Also, so geil, so mit der Fensterbeleuchtung gehen wir so ein aus mit Fade. Da, okay, das ist ja. Okay, das ist sogar ein bisschen doomig sogar. Ja. Das fährt eh ganz gut für das, was es ist. Oh weh, die hat es da aufgekaut. Ja. Oh, jetzt wieder. Okay, ich sehe schon. Das ist ein Song, der feiert diese gute alte Taktik und Praxis des Leute aufspießens. Alte Tradition. Ja, ich würde sagen. Ich bin jetzt im Black Metal nicht ganz so bewandert, aber... Ja, ich auch nicht, aber irgendwie fährt es mir richtig gemütlich durch. Ja. Ist es im Black Metal nur so, dass es schlecht produziert sein muss, oder dass es true ist? Weil produziert ist das Ganze ja ganz gut. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr so. Es muss nicht mehr so ganz räudig sein, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung. Das hört sich doch keiner mehr an. Das kann mir keine Jetzt seid ihr wieder gefragt, liebe Zuschauer. Klärt uns unten in den Kommentaren darüber, auf wie man im Jahr 2021 seinen Black Metal richtig konsumiert. Wenn ich so an meinen Black Metal-Konsum denke, ist so Harakiri vor der Sky und Weltenbrand. So Post, in dem Bereich. Post, ja. Es ist halt schon gut abgemischt wieder und ich glaube, das richtig räudige Zeug ja. Muss man, glaube ich, auch alt sein. Das ist für mich mit 21 Jahren, so weit kann ich gar nicht mehr kommen, glaube ich. 21 bist du schon. Richtig alt. Hey, Kollege, gehst du am 30er zu? Ja, frag mich nicht. Weiter geht's. Ja. Es ist ja so ungefähr der Rhythmus, wie man wahrscheinlich da den Pfahl in einen Körper reinschlägt. So. Ja. In den Vorschlaghammer. Nein, das ist nicht der Vorschlaghammer. Aber das ist jetzt vor mir erst der Mikroständer auf. Das ist ein. Es ist kein Ständer, das hängt einfach am Mikro oben, oder? Der Mikroschmuck. Das ist so wie ein Schlüssel. Genau wie ein Schlüsselanhänger hat er einen Mikroanhänger. Schnell einfach einmal ein menschliches Skelett. Es ist überblieben. Ja. Von vor 30 Jahren. Das war der Sänger von der Besetzung von vor 30 Jahren. Ja, schau her. Da. Mir ist das natürlich auch was für alle, um alle Zuschauer abzuholen. Nicht nur geschminkte. Genau. Nicht nur geschminkte, bärtige Männer, sondern auch was anderes. Ja, anders. Ja, es ist nice. Das wird's fun, das haben wir schon gesehen. Das ist ja. Das ist Synth. Was ist das für ein Effekt? Das ist ja untypisch. Richtig. Das ist ja Progressive Black Metal.
Ja, es ist irgendein Gitarreneffekt, glaube ich. Es ist gar kein Synth. Ja, irgendeine Effektkette wird da gerade vergewaltigt. Ja, ist aber nice. Jesaja. Jesaja. Geschissener. Geistliche Ergüsse haben wir da schon wieder. Ja. Ja, nein, es passiert ja nicht viel. Es groovt dahin, ein bisschen dummig. Kamera fährt ein wenig durch. Genau, ja. Leute werden aufgespießt und nachher wahrscheinlich verbrennt oder in anderen Reihenfolge. So, und jetzt tanzen sie nur ein bisschen überdimensioniert den Ofen anzünden alle. Und jetzt puffen sie sich eh. Ja, das überleben sie jetzt. Gut, das war Josiah, war ganz nice. 3000 Aufrufe, ich finde, da gehört noch mehr. Stimmt, 3300. Weißt du Kontext 1666. Über die Band? 1666. Ja, hast du Kontext über die Band? Weißt du, woher die sind oder irgendwas? Ja, oder? Die sind aus Tirol, vor kurzem haben die mich kontaktiert wegen dem Action-Film. Die sind sogar hiesige. Gemeint, Flo, mach mal das Video und da bin ich jetzt natürlich, ich als Ehrenmann, erfülle meine Pflicht. Und jetzt haben sogar die zwei größten Metal-YouTuber von ganz Österreich den Song gesehen. Kombiniert 3000 Follower. Genial. Okay, ich habe nicht gewusst, dass das Österreicher sind. Ich habe gedacht, das ist, kommt von irgendwo her. Keine Ahnung, Skandinavien, Amerika, aber aus Tirol. Also ziemlich ähnlich so. Skandinavien, Tirol, da ist nicht mehr viel dazwischen. Viel Berg, viel Baum. Und viel 50 Kilometer. Und viel Schunes. Ja, cool. Das war's für heute. Wir fahren jetzt hier, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal mit dem Homaldo im Reaction Fieber Feber Metal, Alter! Super!